Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit 2K22 auf der Current Gen. Und ich freue mich riesig, dass das Finishing-Plaketten-Video bei euch so gut ankommt. Und dachte, ich mache jetzt einfach weiter mit den besten Wurfplaketten, also fürs Shooting. Und würde sagen, wir verlieren keine Zeit und springen in die erste Wurfplakette. Und zwar ist das Scharfschütze. Es gibt zwei davon, aber das ist die neuere Plakette, und zwar ist es die Sniper Badge, also die Sniper Plakette. Sprungwürfe mit leicht verfrühtem oder verspätetem Timing erhalten einen Boost. Bei verfrühtem oder verspäteten Würfen ist der Malus größer. Und hier muss ich sagen, ist der Boost ziemlich groß. Es gibt momentan auch ein paar Diskussionen, ob man die Plakette überhaupt braucht oder nicht. Aber wenn ihr ein nicht so hohes Rating habt, wurfmäßig, dann schraubt sie so hoch wie es geht, also auf Gold oder auf Hall of Fame. Springen wir direkt in die nächste Wurfplakette, und zwar ist das Scheuklappen. Scheuklappen hat die Beschreibung: Sprungwürfe gegen einen im Augenwinkel stattfindenden Closeout der Verteidigung werden mit einem geringeren Malus belegt, also haben mehr Chance, dann auch reinzugehen. Und diese Plakette ist ziemlich overpowered, muss man sagen, und deswegen schraubt sie so hoch wie es geht, also sprich auf Hall of Fame. Bei Gold ist sie geht so, aber alles andere ist definitiv nicht zu empfehlen, weil sie sonst nicht so viel bringt. Aber Scheuklappen auf Gold, im besten Fall auf Hall of Fame, ist einfach echt ein Game Changer, muss man wirklich sagen. Die nächste Wurfplakette, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist die Stop and Pop Wurfplakette. Und zwar hat sie die Beschreibung: Verleiht einen Boost auf die Wurfwertung von Dreiern aus dem Stand nach dem Dribbling. Also wenn ihr um zum Beispiel Screens rumdribbelt, um den Verteidiger abzuschütteln, stehen bleibt und dann werft, dann habt ihr einen richtig guten Boost. Und einen soliden Boost habt ihr auf jeden Fall bei Stop and Pop auf Silber. In Kombination mit Scheuklappen auf Hall of Fame ist diese Geschichte echt ziemlich krass. Natürlich könnt ihr die auch hochschrauben auf Gold und Hall of Fame, aber auf Silber ist das beste Return of Investment. Die nächste Wurfplakette, um die es sich handelt, heißt Lucky Number 7. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon die Beschreibung. Verleiht einen Boost auf Mitteldistanzwürfe und Dreier innerhalb der ersten 7 Sekunden einer Possession, also eines Ballbesitzes. Heißt, wenn ihr gerade einwerft, dann habt ihr 7 Sekunden Zeit, um diese Plakette zu aktivieren. Auch wenn gerade ein Foul passiert ist, dann fangen diese 7 Sekunden neu an. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und diese Plakette ist auf Bronze einfach eine richtig krasse Plakette. Verleiht richtig guten Boost. Und natürlich auch auf Gold. Silber, es geht so, aber Gold ist der Hammer. Aber das beste Return of Investment bekommt ihr auf Level Bronze. Machen wir weiter mit der nächsten Wurfplakette, und zwar ist das heiße Zonenjäger, also Hot Zone Hunter, kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Würfe aus den heißen Zonen eines Spielers erhalten einen Boost. Und hier muss ich sagen, ist dieses Jahr der Boost nicht so groß wie letztes Jahr bei 2K21, aber 2K22 hat einen soliden Boost auf Gold. Auf Hall of Fame ist der Boost auch ein bisschen besser noch, aber im Verhältnis zu Gold nicht so immens. Deswegen kann ich hier definitiv Hot Zone Hunter, also heiße Zonenjäger, auf Gold empfehlen. Und springen wir direkt in die nächste Wurfplakette, um die es sich handelt. Das ist nämlich Fangen und Werfen. Hat die Beschreibung: Für kurze Zeit, nachdem ein Pass erhalten wurde, erhält die Fähigkeit des Passempfängers, Dreier zu erzielen, einen deutlichen Boost. Also alles, was an der Dreierlinie ist, kriegt einen richtig guten Boost. Und hier kann ich tatsächlich empfehlen, dass ihr das hochschraubt auf mindestens Silber. Da habt ihr einen soliden Boost. Auf Gold ist der auch in Ordnung. Auf Hall of Fame für alle Spot-Up-Shooter oder halt Scharfschützen ist diese Plakette auf Hall of Fame auch nicht schlecht. Aber das beste Return of Investment ist auf Level Silber. Die nächste Wurfplakette, die ich euch vorstellen möchte, ist Eckenspezialist, und die hat die Beschreibung: Distanzwürfe entlang der Baseline erhalten einen Boost, egal ob aus dem Dribbling oder nach der Passannahme. Und hier ist es so, dass sie es leicht verändert haben. Ihr müsst wirklich ganz tief in der Mitteldistanz stehen, also kurz vor der Dreierlinie oder halt hinter der Dreierlinie, um diese Plakette aktivieren zu können. Und hier ist ja ein guter und solider Boost auf Bronze. Der nächste Schritt wäre dann Gold, aber dazwischen, es geht so. Hall of Fame ist natürlich auch nochmal nicht schlecht, aber das beste Return of Investment ist entweder Bronze, wenn ihr nur noch ein bisschen was dazu haben wollt, oder ein sehr solider Boost auf Gold.
Machen wir weiter mit der nächsten Shooting Badge, also mit der nächsten Wurfplakette. Und zwar ist das Koch, also Chef. Und hier hat die Beschreibung folgendes: Verleiht einen Boost auf die Reichweite, aus der ein Spieler effektiv Dreier aus dem Dribbling werfen kann. Das heißt, umso weiter ihr weg seid von der Dreierlinie nach hinten entfernt, kriegt ihr einen guten Boost auf die Wertung und auf die Make Percentage sozusagen. Und hier schwanke ich zwischen Silber und Gold. Hall of Fame ist natürlich extra klasse, aber das kriegen ja nicht alle. Deswegen, ich komme ganz gut klar mit Gold oder Silber. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, macht sie gerne auf Hall of Fame. Und wenn ihr natürlich genug Plakettenpunkte habt, das ist ganz wichtig. Grenzenlose Reichweite ist genau das Gegenstück zur Kochplakette. Verleiht einen Boost auf die Reichweite, aus der ein Spieler effektiv Dreier aus dem Stand werfen kann und nicht aus dem Dribbling. Und hier muss ich sagen, fängt diese Plakette wirklich auch relativ weit hinten an von der Dreierlinie. Das haben sie jetzt in den letzten Patches ein wenig verbessert, dass man nicht allzu weit mehr hinten stehen muss, um die Plakette zu aktivieren. Und hier kann ich auch, ähnlich wie bei der Kochplakette, empfehlen, mindestens auf Silber zu haben, um einen ordentlichen Boost zu bekommen. Ansonsten Gold oder natürlich Hall of Fame. Hall of Fame habe ich schon einige krasse Sachen erlebt, die da so ein paar Leute mit ihren Scharfschützen hinbekommen. Kommen wir nun zur nächsten Plakette, und zwar ist das Mismatch Experte. Wenn ein Switch forciert wurde, hat ein Spieler mit dieser Plakette beim Wurf über den größeren Verteidiger bessere Erfolgschancen. Und diese Badge ist ziemlich overpowered und mit einer der besten Wurfplaketten, die es zurzeit gibt. Hier ist es so, dass ihr mindestens 2 Inch größer sein müsst, also knapp 5 cm. Und dieses Jahr sind die Playmaking Shot Creator ja alle ziemlich klein, also 1,87, 1,89, 1,91. Und deswegen wird diese Plakette oft aktiviert und diese ist wirklich overpowered. Also da gibt es einen krassen Boost. Schraubt diese Plakette so hoch, wie es geht. Am besten auf Hall of Fame. Die nächste Wurfplakette, um die es sich handelt, ist Nervenstarker Werfer. Und zwar hat sie die Beschreibung: Wurfversuche in den letzten Momenten des vierten Viertels oder einer Verlängerung erhalten einen großen Boost. Und das heißt, jetzt in Parkspielen zum Beispiel müsst ihr mindestens einen Punktestand haben von, ich glaube, 14-8. Und beim Rec Game zum Beispiel ist es wichtig, dass ihr, wie gesagt, im letzten Viertel sein müsst oder halt in der Overtime. Und hier ist ein richtig guter Boost auch schon auf Level Bronze zu erreichen. Alles, was drüber ist, ist natürlich Bonus, aber Bronze gibt auch schon einen ziemlich guten Boost, gerade am Ende. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Wurfplakette, und zwar kennt ihr sie alle wahrscheinlich auch. Das ist die alte Scharfschützenplakette, also Dead Eye auf Englisch. Jumpshot-Versuche bei Verteidiger-Closeouts erhalten einen kleineren Malus bei der Wurferschwerung. Heißt, wenn die Hand hochgeht vom Verteidiger, dann habt ihr eine höhere prozentuale Chance, den Wurf noch reinzumachen. Es gibt einen soliden Boost schon auf Bronze, auf Silber ist sie auch in Ordnung. Natürlich für alle Scharfschützen ist sie auf Gold und auf Hall of Fame ziemlich gut, aber nicht so krass wie die Scheuklappenplakette. Deswegen wird die ein wenig beiseite gelegt. Aber gerade wenn man in den Corners wirft, also aus den Ecken, dann ist diese Plakette gar nicht so schlecht. Kommen wir jetzt zur vorletzten Wurfplakette, die ich euch vorstellen möchte, und zwar ist es Zirkus Dreier. Das ist auch eine neue Plakette. Jumpshots mit großer Schwierigkeit wie Hopsteps, Spin, Stepbacks und Pull-Ups erhalten einen Bonus auf die Wurfquote von der Dreierlinie bzw. von der Dreierdistanz. Also ist das das Gegenstück zur schwierigen Würfelplakette, aber halt nur von der Dreierlinie. Und hier kann ich auch sagen, ab Silber aufwärts gibt es hier schon einen soliden Boost. Und wie ihr am Anfang auch schon gesehen habt, in der Anfangssequenz wird diese Plakette dann auch aktiviert. Sobald ihr hinter der Dreierlinie steht, aus der Bewegung, sind diese Würfe mit einem Boost zu versehen. Und ja, machen wir, würde ich sagen, direkt weiter mit der nächsten Badge. Und zwar ist das schwierige Würfe, habe ich eben schon angesprochen. Das ist das Gegenstück. Und zwar ist es folgende Beschreibung: Jumpshots mit großer Schwierigkeit wie Hopsteps, Spins, Stepbacks und Pull-Ups erhalten einen Bonus auf die Wurfquote, aber aus der Mitteldistanz. Die gibt es auch schon sehr lange. Und ja, die hat man einfach ergänzt mit den Zirkusdreiern. Und jetzt kann man sowohl aus der Mitteldistanz als auch aus der Dreierdistanz diese
Boosts bekommen für Würfe aus der Bewegung. Diese Plaketten machen natürlich sehr viel Spaß, gerade umso höher die Plakettenlevel sind, aber dann auch nur, wenn ihr zum Beispiel Shot Creator seid oder eine solide Wurfwertung habt. Und ja, würde sagen, das war's soweit mit den Plaketten. Jetzt als kleines Dankeschön, so wie im letzten Video auch, ein paar Setups, Plaketten-Setups für verschiedene Builds. Und zwar haben wir hier Hall of Fame-Plaketten, Scharfschütze, hochschrauben, so hoch es geht, ist wirklich ein sehr krasser Bonus. Stop and Pop auf Silber, Catch and Shoot, also Fangen und Werfen auch auf Silber, wenn ihr mal in die Situation kommt, auch ein paar Pässe zu bekommen, falls ihr kein Ballhändler seid, könnt ihr aber auch rausnehmen. Ja, Hot Zone Hunter auf Gold, richtig gut, gibt es einen guten Boost für heiße Zonen. Lucky 7 ist absolut der Hammer als Bronze. Das in Kombination mit Scheuklappen ist ziemlich overpowered. Dann könnt ihr noch die Koch-Plakette und die Zirkus-Dreier-Plakette auf Silber hochschrauben. Habt auch von überall dann richtig krassen Boostern. Nervenstärker Werfer auf Bronze, um dann zum Ende hin noch ein bisschen Boost zu bekommen. Und wenn das noch nicht reicht, dann auf jeden Fall noch grenzenlose Spot-Ups, also die Reichweite verlängern. Und wenn ihr krass verteidigt wird, auch noch Scharfschütze, also die Deadeye-Plakette auf Gold. Ihr könnt das natürlich auch variieren, wie ihr möchtet, aber das sind so die Plaketten-Setups, die ich jetzt erstmal vorstellen möchte für die Hall of Fame-Geschichten. Natürlich könnt ihr auch noch schwierige Würfe mit reinhauen und das Ganze ein wenig variieren, wie ihr möchtet. Und für alle Guards da draußen, die nicht primär Werfer sind, sondern halt andere Schwerpunkte haben, und auch vielleicht nur 8 oder 9 Plaketten bekommen. Scharfschütze natürlich als erstes hoch auf Gold. Dann Hot Zone Hunter, also heißt Zonenjäger auf Gold, sind 6 Plaketten. Plus Lucky 7, richtig gute Kombi, sind 7. Catch and Shoot sind 8. Könnt ihr natürlich erweitern auf ja, Silber. Eckenspezialist dann noch auf Bronze. Oder ihr macht das Ganze weg und wenn ihr dann Ballhändler seid, zum Beispiel wie ich als Two-Way Playmaker, habt ihr dann die Möglichkeit, Stop and Pop auf Silber zu tun, damit ihr aus dem vom Dribbling dann hinterher auch noch einen Boost bekommt. Wenn ihr noch weniger Plaketten bekommt, wie zum Beispiel 3 oder 4, dann Scharfschütze in Kombination mit Lucky Number 7 gibt einen richtig guten Boost. Oder wenn ihr nur 6 Plaketten bekommt, dann mit Hot Zone Hunter in Kombination. Oder ihr macht Lucky 7, Fangen und Werfen und Spezialist auf Bronze. Und lasst Hot Zone Hunter weg. Je nachdem, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber das waren so jetzt die Setups, die ich euch noch vorstellen möchte oder wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich melde mich erstmal ab. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, ein Like da. Bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Und bis dann. Peace out.